Ich heiße Rainer Stuhlmann und lebe zurzeit in Jerusalem. Ich habe ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Wir weigern uns, Feinde zu sein, Hoffnungsgeschichten aus einem zerrissenen Land. Wir weigern uns, Feinde zu sein, das ist das Motto der Familie Nassar, Christen aus Palästina in der Nähe von Bethlehem. Von ihnen erzähle ich, aber zugleich habe ich entdeckt, dass ihr Motto auch das unausgesprochene Motto vieler anderer in Palästina und in Israel ist. Von ihnen erzähle ich in diesem Buch viele Geschichten. Dabei springe ich ständig über ihre Mauer und lasse mich von ihren überraschenden Erfahrungen irritieren und gebe diese Irritationen an meine Leserinnen und Leser weiter. Ich weiß, wie angreifbar ich mich damit mache. Wer nur die einen Geschichten aus diesem Buch liest, wird mich für einen Freund Israels halten, der die Palästinenser vernachlässigt. Wer nur die anderen Geschichten aus diesem Buch liest, wird mich für einen Sympathisanten Palästinas halten, der den Staat Israel verunglimpft. Ich erzähle auch von dem Krieg der Sympathisanten in Deutschland, der manchmal heftiger ist als das, was ich in Israel und Palästina erlebt habe. Und deshalb heißt ein Kapitel meines Buches Sympathisanten in Deutschland, wenn sie sich weigern, Feinde zu sein. Daraus lese ich einige Abschnitte. Ein Herz für beide. Mich erschreckt, wie aggressiv Deutsche, die sich für Palästinenser engagieren, gegen Israel argumentieren. Das hörte ich gleich zweimal aus dem Mund palästinensischer Freunde. Nach einer erregten öffentlichen Redeschlacht sagten jüdische Israeli sinngemäß das Gleiche. Sie fanden Ton und Wortwahl derer, die in Deutschland für Israel argumentierten, unangemessen und unerträglich. Ich fühlte mich mit meinen eigenen Eindrücken bestätigt, erbitterter und unversöhnlicher als jüdische Israeli und Palästinenser in ihrem Land, streiten ihre deutschen Sympathisanten. Wenn es nicht so ernst wäre, fühlte ich mich auf den Kinderspielplatz versetzt. Da gehen Mütter wütend auf andere Mütter los, um ihre Kinder vor den vermeintlichen oder tatsächlichen Angriffen der Kinder der anderen zu beschützen. Unnachgiebiger als ihre Kinder in der Sandkastenarena kämpfen die Mütter, manchmal auch die Väter, auf den Zuschauerbänken am Rande. Oft spielen die Kinder längst wieder friedlich miteinander, während deren Eltern immer noch Schaum vor dem Mund haben oder sich zornig anschweigen. Ein Richter erzählte mir, dass es viel schwieriger sei, Anwälte zu einem sich anbietenden Vergleich zu bewegen als deren Mandanten. Gelegentlich gelingt es ihm, die Prozessgegner an deren Anwälten vorbei für einen Vergleich zu gewinnen. Anwalt und Anwältin müssen nach eigenem Selbstverständnis Partei ergreifen, um Recht durchzusetzen. Beeinträchtigt diese Rolle die Fähigkeit, sich auf Kompromisse einzulassen, die zur Verständigung nötig sind? Oft ist Verständigung ja nur möglich, wenn sie sich mit einem begrenzten Maß an Unrecht einverstanden erklärt. Dieses Einverständnis ist im gelebten Leben offensichtlich leichter zu leisten als in einem System davon abstrahierter Rechtsnormen. So suche ich Antworten auf die Frage, warum der Krieg der Sympathisanten und Sympathisantinnen manchmal heftiger scheint als der der realen Gegner. Menschen in Deutschland urteilen über die Nahostkonflikte in der Regel aus der Distanz. Das ist ein weiteres Stichwort, das mich das Phänomen verstehen lässt. Aggression gegen die einen ist ja die Kehrseite von Liebe und Fürsorge für die anderen. Die Sympathie ist eine tief verwurzelte Empathie. Und das auf beiden Seiten.
In vielen Gesprächen mit Freunden Israels und mit Freunden Palästinas habe ich den Eindruck gewonnen, dass immer das ganze Herz voll ist von echtem Mitgefühl mit dem Leid der Menschen, denen sie nahestehen. Manchmal sind es Verwandte oder Freundinnen und Freunde, manchmal Menschen, denen sie begegnet sind und deren Schicksal sie zutiefst und nachhaltig berührt hat. Herz und Hirn sind schlicht besetzt von der Empathie mit ihnen. Und die Empathie nötigt sie zu Engagement und Fürsorge. Darin gleichen die deutschen Anwälte Israels haargenau den deutschen Anwälten Palästinas. Manchmal wird die Empathie mit den einen durch die Empathie mit den anderen ausgetauscht. Eine Kollegin erzählt das immer wieder als ihre Lebensgeschichte. Nachdem sie sich relativ spät mit dem christlichen Antijudaismus beschäftigt hatte, wurde sie zur leidenschaftlichen Kämpferin für Juden und für Israel. Als sie 20 Jahre später zum ersten Mal eine Reise in die von Israel besetzten Gebiete machte, schlug ihre feurige Sympathie für Juden und für Israel um in eine ebenso feurige für Palästinenser und für Palästina. Die einen nehmen nun den Platz der anderen in ihrem Herzen ein. Noch ist da kein Platz für beide. Dass in ein und demselben Herzen die Empathie für die einen Platz lässt oder Platz schafft auch für die anderen, das haben mich Menschen gelehrt, die auf unvergleichlich brutale Weise Opfer der Gewalt im Nahen Osten geworden sind. Jüdische und palästinensische Eltern, deren Kinder vor Jahren in den Konflikten getötet wurden, begegnen sich heute regelmäßig im Elternkreis. Sie alle erzählen, wie ihre tiefe Trauer immer wieder genährt wurde durch abgrundtiefen Hass auf die Mörder ihrer Kinder. Wie gut kann ich das verstehen? Aus der Gefangenschaft ihres Hasses aber wurden sie befreit, als sie Menschen kennenlernten, die ihr Schicksal teilten. Gegen viele innere Widerstände und den Widerstand ihrer Familie und ihrer Freunde haben sie in einem langen und schmerzhaften Prozess mehr und mehr entdeckt, dass es nicht die Mörder ihrer Kinder sind, denen sie hier gegenüber sitzen, sondern Eltern, die wie sie um ihre Kinder trauern. Ohne dass es die Empathie mit ihren eigenen Kindern schmälerte, entstand Empathie mit den Leidenden auf der anderen Seite. Die Entdeckung, dass ihre Herzen dafür groß genug waren, milderte den eigenen Schmerz. Ihre Erfahrungen sind für mich Geschichten, die Hoffnung machen, nicht nur für die Menschen im Nahen Osten, sondern auch im Hinblick auf den Streit der Sympathisanten in Deutschland.